Jan, weiter geht's. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Also, ja. 7. Januar, Vitaminplatz. Er! Der alte Kenny ist zurück und füttert die Tauben wieder! Das! Raus aus meinem Park! Sein Park? What? Wie ich's mir gedacht habe. Er ist wirklich wütend. Los, Maya, zieh den Kopf ein und lass uns abhauen, solange wir noch können. Was? Warum? Hallo, alter Mann! Alter Sack! Was soll das, Maya? Er hat uns einfach den Rücken zugedreht. Überrascht mich nicht. Ich habe heute Morgen im Gericht wohl seinen Stolz verletzt. Hey, Herr Kudu! Hören Sie, wir müssen unbedingt mit Ihnen sprechen, okay? Was mit den Dämonen? Hinein mit dem Glück! Ich hab schon immer gewusst, dass du ein Dämon bist, Maya. Wie gemein von dir, Felix. Tut mir leid, was heute im Gericht passiert ist. Alle sprechen jetzt hinter meinem Rücken über mich. Dreckiger alter Mann, der dem Serviermädchen so auf den Hintern gestarrt hat. Dass er nicht einmal mehr an das Gesicht erinnert. Verdorbenes Tier. So ist das gar nicht. Hörst du mir zu, Kleine? Ist mir egal, was du sagst. Sah, ich sehe hinter einer Tat. Die Kellerin hat weißes Pulver in den Giabaccino dieses jungen Kerls gegeben. Wir verstehen sie schon. Noch etwas. Der junge Rotreiber trug einen Ohrhörer. Auf derselben Seite wie das Brillenglas seiner kaputten Brille. Es tut uns wirklich leid. Ich habe mich also ein wenig geirrt, was die Vase betrifft. Und ich weiß, was ich gesehen habe. Und dabei bleib ich! Okay, okay. Beruhigen Sie sich bitte, Herr Kudo. Sag nicht, dass ich mich beruhigen soll, du Gehkopf! Und das! Boah, Alter, dieser Sack. Sie sagten, Sie wären ein Handwerker, stimmt's? Pah, in der Welt stehen ehrliche Handwerker wie mich in Scharen auf Abstellgleis. Das stimmt doch nicht. Ich entstamme einer sehr alten Handwerkerfamilie. Die reicht bis in die Zeit der Schogune. Versteht ihr mich? Ich bin nicht Sticker geworden. Ich wurde alles entgeboren. Ich bin übrigens irgendwie in derselben Situation. Ich wollte meine Finger in die tropfende Nase dieses alten Richters stecken. Und ihm direkt ins Ohr schreien. Anspruch! Ach, wollten Sie denn als Kind Anwalt werden? Ich glaube, darum geht es nicht, Maya. Er ist wohl nur schlecht gelaunt. Ist mir ein ganzen Tsunami an Frust aufgestaut, der nur darauf wartet, auszubrechen. Wenn ihr ihn so weiter poltern lassen, hört er wohl nie mehr auf. Was soll ich nur tun? Good question. Next question. Wir haben noch zu tun. Dinge überprüfen und so. Vielleicht ein anderes Mal. Schön. Das heißt, vergiss nur nicht, dass er mich noch Mecker-Tsunami schlummert. Ja, schon gut. Dieses Mädchen, ihr freut sich schon drauf. Ehrlich. Was? Das habe ich nicht gesagt. Kommt einfach dahin. Ich arbeite. Hier. Lass ihn mit. Was ist denn das? Das ist ja voller Körner. Ein Gutschein für einen Burger? Er will wirklich jemanden die Ohren voll meckern, ha? Aber in einem Burger-Tempel. Alter Sack. Ich überlege gerade. Muss man vielleicht was anderes? Dingsbums. An diesen Partner erinnere ich mich wieder nicht. Nehmen wir es mal hin. Mal sehen, was passiert. Es ist wohl besser, ihn reden zu lassen.
Handwerker sind heutzutage also nicht mehr so gefragt. Natürlich nicht, Trottel. Das Einzige, was ich nicht trage, sind Erledigungen. Erledigungen? Alle nutzen die älteren Menschen aus. Kauf etwas Brot, Opi. Geh mit dem Hund Gassi, Großvater. Wo denn die Tauben, Alter? Was bin ich denn? Ein mieser kleiner gemeiner Anderlang. Nun... Kauf etwas Brot. Das verstehe ich ja noch. Worin liegt der Sinn, die schäbigen Tauben zu füttern? Warum sagen die Leute nicht einfach, dass sie meinen? Zieh dich, heißt das. Oh ja, ich bin nur eine Last, versteht ihr mich? Zu Hause, in diesem Restaurant, ich bin nur ein Weg. Stimmt doch. Ich bin mir sicher, dass dem nicht so ist. Moment mal, was hat er da gerade gesagt? Zu Hause und in diesem Restaurant? Moment mal, mit Restaurant meinen Sie doch das Trebien, oder? Wurden Sie dort auch gebeten, eine Erledigung zu machen? Ja, das wollte ich. Genau den Tag, dass dieses junge Schnösel vergiftet wurde. Was? Das ist interessant. Gut, dass ich das nochmal angesprochen habe. Was sollten Sie denn am Tag des Vorfalls erledigen? Nett, was du fragst, Kleiner. Ich werde dir sagen, was ich erledigen sollte. Plötzlich sagte der junge Kerl auf den Tisch. Die Kellerin fiel um. Ich zerbrach die Vase. Es ging alles so schnell, dass ich ganz benommen war. Er rief mit der Inhaber etwas zu. Excusez-moi, du da! Ruf la police! Ruf sie doch selbst, hätte ich sagen sollen. Aber das fiel mir nicht ein. Haben Sie denn dann die Polizei gerufen? Wie ich schon sagte, ich war etwas benommen. Haben Sie von Ihrem Handy aus angerufen? Pah! Sieht etwas aus, als hättest du ein neumodisches Dingsbums! Ich habe natürlich einen öffentlichen Telefon gesucht. Sie haben gesucht? Hab zuerst keins gefunden. Ja, ich bin etwas 5 Minuten umhergewandert. 5 Minuten? Also für 5 Minuten nach dem Vorfall. Mein Inhaber nimmt zu mir, ganz allein. Stimmt genau. Warum haben Sie das heute Morgen im Gericht nicht erwähnt? Nun, das hätte ich wohl, wenn du mir die Gelegenheit dazu gegeben hättest. Aber du wirst mich aus dem Gerichtssaal killen. Vielen Dank, Herr Godot. Sie haben sich eine wirklich große Ehre gemacht. Halt, Moment mal. Wenn das so ist, weiß ich noch mehr. Ich wollte mehr. Oh, ja. Ich erinnere mich noch an etwas anderes. Fritz Dinner, begleiten Sie den Zeugen aus dem Gerichtssaal. Das ist nicht meine Schuld. Du bist schuld. Sie hätten uns das zumindest sagen können, bevor wir zum Gericht gegangen sind. Ist es wirklich so wichtig, dass Herr Godot die Polizei gerufen hat? Wichtig ist die nicht berücksichtigte Zeit vor dem Eintreffen der Polizei. Das Opfer war tot und Maggie war bewusstlos. Das heißt, diese Frau, ich meine, dieser Mann, war alleine im Restaurant. Herr Godot ist vielleicht absichtlich aus dem Lokal gejagt worden. Wie meinst du das? Vielleicht wollte eine gewisse Person ihn nicht im Restaurant haben. Ah! Ja, sicher! Sag ruhig, dass ich wie immer im Weg war. Ich hätte mich wohl besser im Taubendreck verkriechen sollen, hm? Wir müssen mehr darüber erfahren, was genau passiert ist. Von Maggie und von Herrn Armstrong. Wie gut, dass ich das nochmal diese andere Option gewählt habe. Mhm. So, gehen wir mal weiter. Versuchen wir mal mit Herrn Armstrong zu sprechen. 7. Januar, Trebien, Küche. Herr Armstrong ist wohl wieder nicht da. Aber das Restaurant ist geöffnet. Ein geöffnetes Restaurant ohne Koch, das geht nicht. Hey, das ist nicht meine Schuld, Nick. Das ist nicht an mir aus. Nur wenige Minuten nach dem Vorfall verließ Herr Godot den Tatort und ließ Herrn Armstrong allein. Ah, ausgerechnet jetzt ist er weg, wo wir uns so dringend mit ihm reden müssen. Vielleicht geht er uns absichtlich aus dem Weg. Das ist wichtig. Er geht uns absichtlich aus dem Weg. Das ist wichtig. 7. Januar, Strafanstalt, Besucherraum. Oh, Herr Wright! Hallo, Maggie. Dein Vorhör ist also beendet? War heute vor Gericht nicht einfach unglaublich?
Ich werde die ganze Nacht lang aufbleiben und aufschreiben, was alles passiert ist. Hattest du gar keine Angst? Heute stand es wirklich auf Messers Schneide. Ja, aber sie haben diesen alten Mann ja vollkommen auseinandergenommen. Naja, seine Aussage war ja auch vollkommen chaotisch. Da ist er nicht der Einzige. Hä? Was soll das heißen? Die Aussage der anderen passen auch nicht zusammen. Zumindest nicht, wenn ich sie mit meinen Erinnerungen vergleiche. Könnte es sein, dass sie diejenige ist, die sich falsch erinnert? Good question. Quatschen! Maggie, weißt du noch, wie du sagtest, dass alle anderen hätten Aussagen gemacht, die nicht mit deinen Erinnerungen übereinstimmen? Jawohl, da sind so viele Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Der größte Widerspruch ist der andere Kerl, den ich am Tisch des Opfers gesehen habe. Das war derjenige, der dem Opfer etwas in die Kappe getan hat, ganz sicher. Aber hat Herr Kudo heute nicht ausgesagt, dass die Kennerin irgendein weißes Pulver in die Tasse gegeben hat? Glaubst du wirklich, dass dieser verschwundene Mann etwas getan hat? Nun, er ist nicht der Einzige, was verschwunden ist. Die CD zum Beispiel ist auch futsch. Sie wissen schon, die handbeschriftete CD. Oh ja, das MC Screwdriver Album, oder? Es hieß MC Bombermeier. Der gleiche Name war auch auf die Sportzeitung gekritzelt. Die CD wurde nie am Tatort gefunden. So wie die Medikamente des Opfers. Die haben sich auch in Luft aufgelöst. Autsch, mein Kopf! Das wird mir gerade alles viel zu kompliziert. Na, da sagst du was. So viel, dass man sich merken muss. Du bist in Ohnmacht gefallen, als das Opfer, Glenn Elk, zusammengebrochen ist? Ja, das ist so peinlich. Ich meine, schließlich war ich mal Polizistin. Als ich wieder zu mir kam, war das ganze Restaurant voller Polizei. Und bevor ich noch wusste, was los war, haben sie mich verhaftet. Was zwischen dem Zusammenbruch des Opfers und dem Eintreffen der Polizei im Tribunal passierte, weißt du also nicht? Nein, nicht die lässeste Idee. Warum? Ist das wichtig, Herr Wright? Der andere Zeuge, der alte Mann aus dem Park, wurde ja vom Geschehen ferngehalten. Vom Geschehen ferngehalten? Was soll das heißen? Der alte Kenny befand sich nicht im Restaurant, weil er die Polizei rufen sollte. Genau. Und du, Maggie, warst bewusstlos. Das heißt, Herr Armstrong war für kurze Zeit allein im Restaurant. Nein! Sie denken, Herr Armstrong hat mir die Sache untergeschoben? Ja? Wenn man die Tatsache betrachtet, kann man sich nur schwer vorstellen, dass Herr Armstrong nichts damit zu tun hat. Ah, das wäre ja, als würde der Herr dem Hund, den er füttert, in die Pfote beißen. Sind Sie sicher, sind Sie sich da auch ganz sicher, Herr Wright? Naja, der alte Mann hat das zumindest vorhin behauptet. Ich weiß nicht, was dieser Mann erzählt, passt irgendwie nicht so recht zusammen. Maggie sieht aus, als würde sie über etwas nachdenken. Wir finden besser heraus, was genau an dem Tag mit dem alten Mann passiert ist. Naja, zurück zu dem alten Kearney. Ah, nach der Verhandlung heute Morgen geht's mir schon viel besser. Ich bin seit Jahren so etwas wie ein Fan von Gerichtsverhandlungen. Einen so windigen Zeugen wie dem alten Mann habe ich schon seit Ewigkeiten nicht gesehen. So ein übler alter Kerl ist er dann auch wieder nicht. Trotzdem mache ich mir immer noch ein wenig Sorgen. Hä? Ich dachte, es geht dir schon viel besser. Maggie, wenn dich etwas bedrückt, dann musst du es uns sagen. Besonders, wenn es etwas mit Herrn Kudo oder seiner Aussage zu tun hat. Roger, ich sage Ihnen alles, was... Mal sehen, was Sie daraus machen. Boah, wie ich mich am Laufenband immer verlesen muss. Kam dir an Herrn Kudos Aussage irgendwas merkwürdig vor? Ehrlich gesagt, ja. Allein die Tatsache, dass er überhaupt ausgesagt hat, passt nicht ganz. Passt nicht ganz? Wozu? Naja, als ich den Kaffee an den Tisch des Opfers gebracht habe. Es ist wahr, dass da ein weiterer Gast im Restaurant war.
Ja, das wissen wir bereits. Das war Victor Kudo. Aber ich bin sicher, dass es kein alter Mann war. Okay, dann nennen wir ihn eben einen wirklich alten Mann mittleren Alters. Nein, um das Alter geht es gar nicht. Der andere Gast war eine Frau. Eine Frau? Bist du dir ganz sicher, Maggie? Naja, nicht hundertprozentig, aber ich glaube schon. Und wie sah diese Frau aus? Irgendwie gruselig. Und sie hatte so ein gackerndes Lachen. Gruselig? Gackernd? Wieso habe ich das Gefühl, genau so eine Frau vor kurzer Zeit getroffen zu haben? Weil auf diese Beschreibung auch eine Frau passt, die wir schon in unseren Profilen haben. Nämlich, wo haben wir sie denn? Hier, nämlich Violetta. So, und jetzt noch eine Kleinigkeit. Wo haben wir es denn? Gamschu hat uns ja um diesen Gefallen gebeten. Oh ja, ich hab da etwas, das dir gefallen wird. Ja? Was denn? Eine Lunchbox. Nur für dich. Bitteschön. Wow, eine Lunchbox. Und Würstchen. Ich glaub's nicht. Danke, haben sie extra für mich gemacht, Herr White? Nee, Inspektor Gamschu war's. Wer sollte dir sonst so eine schöne Lunchbox machen? Inspektor Gamschu? Er macht sich wirklich Sorgen um dich. Und er hat sich damit echt eine Menge Mühe gegeben. Das kann ich nicht annehmen. Regel der Strafanstalt. Keine Geschenke erlaubt. Hey, nun komm schon, Maggie. Hab dich nicht so. Regel ist Regel. Wer sie bricht, kommt hinter Schloss und Riegel. Von einer Kellnerin, die Polizistin war, klingt das ganz schön furchterregend. Und außerdem... Ich hasse Würstchen! Oh, wirklich? Sie gehören Ihnen, Maya. Teilen Sie sie mit Herrn Wright. Aber... Sie hat recht. Immer noch besser, als sie wegzuwerfen. Aber... Stimmt wohl. Okay, dann futtern wir diese Lunchbox eben. Und, wie war's? Weltklasse! Ich liebe Würstchen! Oh, gut. Schön, dass ich Ihnen eine Freude machen konnte. Sie hätte es wohl gerne selbst gehabt. Naja, ist halt immer noch der gekränkte Stolz. 7. Januar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Und die Tatsache, dass sie sich ja immer noch etwas von Gamschu verraten fühlt. Gerade ist der Hauptserver abgebraucht. Warum ist die Pressekonferenz noch nicht vorbereitet? Der Polizeipräsident ist schon da. Ja, und mit dem Internet gibt's auch keine... Hat's auch ein Problem. Ich hab doch gesagt, dass sie ihren Computer im Moment nicht benutzen sollen, Chef. Ich muss Online-Videos sehen. Ich hinke bei meiner Lieblingsserie hinterher. Das muss warten, Chef. Ich drücke jetzt auf den Knopf. Nein! Gerade wollte er den scharfen Freundin seines Sohnes seine Liebe gestehen. Wow, hier ist echt eine Menge los. Es muss irgendwas passiert sein. Etwas richtig Großes. Hä? Was machst du denn hier, Junge? Inspektor Gamschu. Ihr solltet wieder verschwinden. Sonst müsst ihr an der Besprechung teilnehmen. Hä? Heute haben wir ein ziemlich großes Problem. Warum? Was ist denn los? Es ist ein Virus! Ein Virus! Ein Virus? Ein Virus frisst sich durch das Computersystem des Reviers. Aber ich muss sie unbedingt ein paar Dinge fragen. Aber das ist interessant. Ein Computervirus geht um. Super. Okay, ich sag das jetzt nur einmal, also hör gut zu. Ja. Ganz egal, wie pleite du bist, leih dir niemals Geld von solchen Leuten, klar? Okay. Wenn du Probleme mit Geld hast, iss einfach für eine Weile Instant-Nudeln. Hä? Wir wollen eigentlich gar kein Geld leihen, Inspektor. Wir wollen Informationen. Oh, das ist alles? Nun, also... NetCredit gilt als noch schlimmer als die typischen illegalen Kredithaie. Es sieht so aus, als ob die Firma seit kurzer Zeit in Schwierigkeiten steckt.
Die Kerle waren voll ziemlich ungeschickt darin, ihre Kredite anzufordern. Wirklich? Steck deine Nase lieber nicht in ihre Angelegenheiten. Es würde dir mächtig leid tun, diese Dame zu verstimmen. Okay, hab schon verstanden. Hey, Moment mal! Was hat er da gerade gesagt? Diese Dame? Welche Dame meinte denn Nick? Wir sollten herausfinden, was er mit dieser Dame auf sich hat. Aber zuerst der Computervirus. Was ist eigentlich ein Computervirus, Inspektor Gamschuh? Keine Ahnung. Was? Weißt du, ich bin absolut kein Experte darin, klar? Und ich dachte, als Inspektor muss man eine gewisse Allgemeinbildung haben. Was soll das Gesicht, Junge? Willst du etwa behaupten, du weißt, was ein Virus ist? Und Nick, weißt du's? Ein Computervirus? Klar, ich meine so ungefähr jedenfalls. Wirklich? Wow, du weißt echt alles, Professor Nick. Ja, ich werde dich ab jetzt Dr. Wright nennen. Hey, das klingt richtig cool. Nicht wahr, Dr. Wright? Dr. Wright, super. Warum kommt es mir so vor, als würden sie mich auf den Arm nehmen? Okay, fein. Ich bin zwar kein Experte, aber das Wesentliche kann ich immerhin erklären. Ein Virus ist ein Programm, das in Computer eindringt und Schaden anrichtet. Schaden? Du meinst, es jagt Computer in die Luft? Nein, der Schaden ist, nun intern. Dann jagt er das Innere in die Luft, richtig? Stellt euch die Daten über unseren Fall hier auf den PCs im Revier vor. Ein Virus könnte sie alle löschen. Diese Art von Schaden, meine ich. Wow, das ist echt unheimlich! Ja, aber das ist noch etwas anderes. Viren sind ansteckend. Ansteckend? Die meisten Computer hängen doch in einem Netzwerk zusammen, oder? Ein Virus kann über das Netzwerk von einem Computer zum nächsten wandern. So verbreitet sich der Virus mit rasender Geschwindigkeit. Genau wie ein echter Virus, Aber Nick, warum sollte jemand so ein Programm überhaupt schreiben? Ja, es dauert ewig, all diese Daten zu sammeln. Warum sollte sie jemand vernichten wollen? Nein, man infiziert doch nicht seinen eigenen Computer. Man schickt ihn jemand anderem. Was? Das ist ja schrecklich. Oh, ich verstehe. Das ist, als würdest du Godo anniesen, damit er sich eine Erkältung holt. Genau. Dann könnte er nicht nur vor Gericht erscheinen, weil er krank wäre. So was solltest du wirklich nicht tun, Nick. Das wäre nicht richtig. Wer? Was? Wo? Wieso reden wir denn plötzlich über mich? Naja, das ist jedenfalls ein Computervirus. Ein Programm, das Schaden anrichtet. Und die verschiedenen Viren haben unterschiedliche Namen, richtig? Ich habe das Gefühl, als hätte ich den Namen unseres Virus hier schon mal gehört. Der Name des Virus, Ja, ich glaube, ich habe ihn auch schon mal gehört. Aber zuerst... Momento. Zuerst zur Sache mit Violetta. Das ist das Mädchen, das bei NetCredit arbeitet. Du solltest dich von ihr fernhalten, verstanden? Ich mein's ernst. Sie sieht ein wenig nachtragend aus, nicht wahr? Wenn es nur das wäre. Was soll denn das heißen? Was könnte denn noch schlimmer sein? Sie heißt Viola Cadaverini. Sie ist die einzige Enkelin von Bruto Cadaverini. Bruto Cadaverini? Kennst du den, Nick? Noch nie von ihm gehört. Bruto Cadaverini ist das Oberhaupt der Cadaverini-Familie. Die Cadaverinis? Klingt ziemlich unheimlich. Wir kommen nicht an sie ran. Sie sind viel zu mächtig für die Polizei. Aber du willst nicht willst dich anscheinend mit ihm anlegen, oder? Nein, das habe ich nie behauptet! Ich lasse mir von Gamschuh am besten noch mehr über diese Familie erzählen. Besser wäre es. Die Cadaverinis. Ich sollte mich vielleicht lieber da raushalten, aber wer sind die Cadaverinis? Wer sie sind? Ein ziemlich furchterregender Haufen. Das sind sie. Sie sind doch Polizist und trotzdem haben sie Angst? Was hat das zu bedeuten? Glaub mir, ganz egal ob Kind oder Polizist, diese Leute sind furchterregend. Sie haben großen Einfluss in der Welt des Verbrechens. Wir kommen nicht an sie ran. Sie haben einfach zu viel Knete.
Knete? Das heißt, sie kontrollieren praktisch den gesamten Schwarzmarkt in der Stadt. Also sowas wie die Mafia. Den Schwarzmarkt, hä? Das schließt Ned Credit mit ein, nicht wahr? Jawohl. Niemand stellt sich Bruto Cadaverini in den Weg. Niemand, versteht ihr? Interessant. Dann ist Viola also die Enkelin eines Mafia-Bosses. Ja, und jeder weiß, wie sehr Bruto sein kleines Mädchen liebt. Sie bedeutet ihm alles. Aber wie kam sie denn zu Ned Credit? Keine Ahnung, Junge. Aber ich habe gehört, sie und der Boss von Ned Credit sind fest zusammen. Fest? So stand es in einer Akte, die ich im Zusammenhang mit Maggies Fall gelesen habe. Klingt nach einem ziemlich wichtigen Hinweis. So, und jetzt, last but not least, zu der Sache. Dingsbums, wo ist das denn? Ach, hier, MC Bomber. Inspektor Gumshoe, was das hier angeht. Was? Ich will mich jetzt auf Maggie und diesen Virus konzentrieren. Da kann ich... Das ist er! Dieser dumme Name! Jetzt erinnere ich mich! Das dachte ich mir doch. Jetzt kommt's. Willst du mich bitte nicht dumm sterben lassen, Nick? Was ist denn da los? Ist ja gut, Maya. Du musst doch nicht gleich anfangen zu weinen. Der Name, der auf dieser Sportzeitung gekritzelt ist und auf dieser CD steht. So heißt der Virus. MC Bomber. Was? Ja, der Virus, der jeden Computer im Revier infiziert hat, Junge. Können Sie uns bitte noch mehr darüber sagen? Okay, jetzt wissen wir es. MC Bomber. Es ist keine Musikband, sondern ein Virus. Wir wissen schon seit einer Weile über den MC Bomber-Virus Bescheid. Eine kriminelle Bande hat den obersten Gesetzhütern einige Forderungen gestellt. Sie hat gedroht, den Virus in Umlauf zu bringen, wenn die Forderungen unerfüllt bleiben. Und wer sind die? Keine Ahnung. Wohl ein paar Heißsporne aus der Welt des Verbrechens. Und jetzt wurde der Virus im Umlauf gebracht, hä? Ja, er steckt in jedem Computer der Stadtbehörde. Die Leute flippen total aus. Sie springen rum, als hätten wir Karneval. Diese ganze Geschichte mit dieser Bande und dem Virus. Wie in einem Science-Fiction-Film. Der Programmierer, der den Virus erschaffen hat, scheint ein echtes Genie zu sein. Im Moment rekonstruieren wir, welchen Weg der Virus auf dem Schwarzmarkt genommen hat. Sie meinen, jemand hat den Virus zum Verkauf angeboten? Ja, und da dieser hier besonders mächtig ist, wird sein Preis auf einige Millionen Dollar geschätzt, Junge. Einige Millionen Dollar? Ein Virus kann so viel wert sein? Auf jeden Fall. Unheimlich wichtig. Oh, ich fasse es nicht! Ich hab fast das Wichtigste vergessen. Und das wäre? Na, die Lunchbox! Lief alles gut? Lunchbox? Du weißt schon, die Würstchen. Ich hasse Würstchen. Oh, ja, die Würstchen. Und wir haben die Würstchen auf dem Weg zum Magen geschmeckt. Hä? Tja, sie waren lecker. Echt? Das hat sie gesagt? Wirklich? Nun, nicht ganz. Kein Problem, Kleine. Sowas Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Darum habe ich mich vorbereitet. Vorbereitet? Wie meinen Sie das? Ich habe eine Jumbo-Lunchbox gemacht. Oh. Tu mir einen Gefallen. Ja, Junge? Kannst du ihr das hier überbringen? Das ist definitiv eine schwere Bürde. In vielerlei Hinsicht. Ich sehe schon Maggies funkelnde Augen vor mir, wenn du sie ihr gibst. Wieder Würstchen, Nick. Sag nicht, dass wir die alle essen sollen. Hoffentlich nicht, bitte. Das ist schon zu viel. Ich krieg echt nichts mehr runter. Das kann ich mir vorstellen. So, bevor wir weitergehen, kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.